Ja, ich habe hier ein Modell eines Bewegungssegmentes, das besteht aus zwei Wirbelkörpern und der Bandscheibe, die die beiden Wirbelkörper verbindet. Das ist eine feste, knorpelige Scheibe. Und diese knorpelige Scheibe kann einfach im Laufe des Alters degenerieren. Das heißt, sie wird porös, bekommt Risse und es können Knorpelstücke aus dieser Knorpelscheibe herausbrechen und dann in den Wirbelkanal rutschen und dort auf Nerven drücken, was dann die starken Schmerzen verursacht. Ich kann es hier einmal vormachen. Man sieht jetzt hier die beiden Wirbelkörper und die Scheibe. Und der Bandscheibenvorfall liegt meistens auch in der Position, wo man jetzt sieht, wo das Material herausdrückt und dann den gelb dargestellten Nerven drückt. Nicht unbedingt. Es gibt auch verschiedene Patientengruppen. Es gibt auch erstaunlich häufig junge Patienten, die Bandscheibenvorfälle kriegen. Die haben oft die ausgeprägtesten Vorfälle in Bezug auf die Größe und auf die Stärke der Klinik, weil bei jüngeren Menschen oft große Knorpelstücke auf einmal herausrutschen können. Und daneben gibt es dann eben die Patientengruppe der älteren Patienten, wo sich schon degenerative Veränderungen über Jahre hinaus gebildet haben, sodass die Reserveräume in dem Wirbelkanal aufgebraucht sind und dann relativ kleine Bandscheibenprotusionen schon Schmerzen auslösen können. Ja, das Wichtigste ist im Prinzip, wie bei vielen Krankheiten, die gesunde Lebensführung. Das heißt, man sollte möglichst nennenswertes Übergewicht vermeiden. Und für die Wirbelsäule ist es eben wichtig, dass eine gute Muskulatur die Wirbelsäule von außen stützt, sodass man nicht in seinen Gelenken hängt und zum Beispiel auch Bewegungen oder Heben auf die richtige Art und Weise ausführen kann. Ja, unumgänglich ist relativ. In der Regel ist es so, dass man sagt, wenn nennenswerte Störungen von Nervenfunktionen da sind, sollte operiert werden. Also schwere Lähmungen. Auf jeden Fall sollte man es machen, wenn Blasen- oder Darmstörungen vorliegen, wobei das zum Glück relativ selten ist. Und es werden aber auch viele Patienten operiert, die einfach an starken chronischen Schmerzen leiden, die sie täglich einschränken. Ich denke, es gibt schon auch einen wahren Kern daran. Das muss man schon bedenken. Im Endeffekt muss man sich darüber im Klaren sein, dass jeder Bandscheibenvorfall was Besonderes ist. Das heißt, man kann nicht gut sich selbst mit anderen Patienten vergleichen. Selbst bei Patienten, die auf dem Papier vielleicht die gleiche Diagnose haben, kann der Fall ganz anders gelagert sein. Es gibt verschiedene Verfahren. Was wir in der Regel anwenden, ist die mikrochirurgische Bandscheibenoperation. Was wir jetzt demnächst etablieren wollen, ist dann eben auch endoskopische Eingriffe an der Bandscheibe. Bei den meisten Zugängen kommt man von hinten. Man nutzt dabei eine natürliche knöcherne Öffnung, das sogenannte Fenster, zwischen den beiden Wirbelbögen. Das ist selbst durch ein Band verschlossen, das Band wird dann entfernt, sodass man auf diesem Weg in den Wirbelkanal hineinkommt und dann den wassergefüllten Hirnhautsack, in dem die Nervenfasern schwimmen, zur Seite halten kann. Und auf diesem Weg kommt man dann an die Bandscheibe und kann herausgebrochene, herausgerutschte Knorpelstückchen mit einer Feinzange in der Regel entfernen. Bei endoskopischen Eingriff ist der Zugang etwas kleiner, der Weg ist auch ein anderer. Das heißt, man kommt in der Regel nicht von hinten und muss nicht die Wirbelsäulenmuskulatur dafür ablösen, sondern man kommt von der Seite durch das sogenannte Neuroforamen, das Nervenaustrittsloch. Der Vorteil ist eben, dass die Muskulatur geschont wird. Das Spalten der Muskulatur durch das Röhrchen ist sehr schonend. Und man kommt direkt auf den Bandscheibenvorfall. Das heißt, man muss nicht den Weg nehmen durch die Muskulatur, durch den Wirbelkanal an den Nerven vorbei. Und dadurch ist der Eingriff besonders schonend. Der Zugang bei der endoskopischen Bandscheibenoperation ist noch kleiner als bei der mikrochirurgischen Operation. Von der Größe her ungefähr so groß, dass so ein Stift hindurchpassen würde. Und das Besondere ist eben, dass man nicht die Muskulatur relativ großflächig ablösen muss, sondern nur spaltet, was recht schonend geht. Und die Präparation im Spinalkanal selbst, um die Nerven und um den Duralsack herum, ist auch deutlich geringer, sodass später die Narbenbildung geringer ist und die Patienten sich schneller von dem Eingriff erholen können. Der Nachteil ist, dass nicht jeder Bandscheibenvorfall technisch gut dafür geeignet ist. Es hängt davon ab, wo der Bandscheibenvorfall hin ist. Es gibt Bandscheibenvorfälle, die klappen sehr weit nach oben oder nach unten. Bei älteren Patienten sind manchmal die Nerveneintrittslöcher sehr eng, sodass man nicht gut mit dem Endoskop hineinkommt. Und wenn starke knöcherne Veränderungen da sind, ist es endoskopisch auch schwieriger zu operieren.
Ich denke, das kann man so nicht sagen. Es ist ein neues Verfahren und im Endeffekt ist jeder Patient als einen Einzelfall zu betrachten. Das gilt für die Vorfälle und für die Menschen. Und wir müssen dann zusammen besprechen, welches Verfahren technisch besser geeignet ist, sodass die Erfolgsaussicht am größten ist und das Risiko bei der Operation auch am geringsten. Ich besonders mag das sehr feine Arbeiten. Die Eingriffe werden dann mikrochirurgisch durchgeführt, das heißt, man arbeitet unter dem Mikroskop mit sehr feinen Instrumenten. Man ist direkt an sehr empfindlichen Strukturen, die man schonen muss. Und was auch jeden Tag eine Freude macht, ist zu sehen, wie deutlich die Beschwerden nach der Operation nachlassen. Also die Beschwerdelinderung bei den Patienten, die oft vorher sehr schmerzgeplagt sind, die ist oft sehr eindrücklich. Und gerade diese Kombination finde ich besonders reizvoll. Also wir sind, denke ich, beide in der Wirbelsäulenchirurgie sehr erfahren und haben die Vorteile eines kleinen Hauses. Das heißt, wir haben kurze Wege, arbeiten sehr gut mit den Kollegen in den anderen Disziplinen zusammen, auch mit der Radiologie zum Beispiel, und können dadurch eigentlich abseits eines sehr großen Klinikbetriebes, wo auch die Wartezeiten oft länger sind, die Patienten gut versorgen und auch ein bisschen spezieller auf die einzelnen Wünsche der Patienten eingehen.